Das ist die Allergie vom Soforttyp. Der Körper ist durch Induktion sensibilisiert. Allergisch sind wir immer erst dann gegen eine Substanz, wenn wir zuvor schon einmal einen Kontakt mit ihr gehabt haben. Zu irgendeinem Zeitpunkt ist der Organismus sensibilisiert worden. IgEs sind zytophil. Und das sogenannte Quinkeödem wird die Schleimhäute anschwellen lassen und kann innerhalb kurzer Zeit zum Erstickungstod führen. An dieser Stelle lernen wir über den Typ 1, den Soforttyp, auch Folgendes. Der Ort, wo die allergische Reaktion abläuft, wo also diese erneute Exposition stattfindet, der Ort, wo die Reaktion abläuft, muss nicht identisch sein mit dem Ort, wo die Allergiesymptome sind. Hier kommt es jetzt zum Allergenkontakt . Durch diesen Allergenkontakt mit den IgEs gibt es quasi eine Initialzündung . Und daraufhin beginnen die Granulozyten, in diesem Falle die Mastzelle, Histamin freizusetzen.